Wir haben eine Mission heute. Dieses Trikot, beflockt mit Michael Olise, das soll heute unterschrieben werden. Es wird schwer, aber ich gebe mein Bestes. Vielleicht, wenn er gut spielt, wenn er heute gut drauf ist und Bayern natürlich gewinnt, vielleicht kommt er dann und gibt mir eine Unterschrift. Wow. Nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Was ist das bitte für ein geiler Fangesang? Liebe Stuttgart-Fans, den möchte ich heute hören. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog auf meinem Kanal. Der VfB Stuttgart zu Gast bei den Bayern, zu Gast in der Allianz Arena. Es ist das Topspiel des 7. Bundesligaspieltags. Stuttgart ist so lala in die Saison gestartet, aber die Bayern richtig gut. Sie sind auf dem ersten Tabellenplatz und den möchten sie heute natürlich verteidigen. So, wir haben geparkt im Parkhaus der Allianz Arena. So sieht übrigens ein Parkschein aus, also hier Dauerkarte, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Ist auch mit Hospitality. Bedeutet, das Ganze ist mit Essen. Ich habe auch unglaublich Hunger, heute extra wenig gegessen, damit man jetzt richtig reinhauen kann. Und danach geht's los mit dem Spiel. Ganz interessanter Fakt noch, in 11 Bundesligaspielen der beiden Partien fielen mindestens 3 Tore. Bedeutet, heute werden wir Tore sehen, hoffentlich. Kein 0-0 oder so bitte. Mein Tipp ist 3-2 für die Bayern. Die Schlange ist lang und das sind übrigens die neuen Detektoren. Damit soll neue Sicherheit geschaffen werden. Und dann geht's gleich da nach vorne. Es treffen heute im Übrigen auch die beiden Mannschaften mit den meisten Expected Goals in der Bundesliga gegeneinander an. Also jetzt mal ganz ehrlich, heute müssen Tore fallen und zwar viele. Hier sind noch die Übertragungswägen. Da zum Beispiel ist der von Sky, da sieht ihr sogar Wolf Fuß. Crazy. Einfach Wolf gerade da. Und hier fahren dann quasi die Busse rein. Parken dann hier und hier werde ich auch stehen nach dem Spiel, um dann zu hoffen, dass Michael Olise kommt. Kontrolle Nummer 2 hier auch nochmal. Und so schaut das Ganze dann hier aus. Hier kommt man nach oben und jetzt wird gegessen. So, dann kommt man hier an den Tisch und das ist die Speisekarte. Es gibt richtig geile Sachen, immer ein bisschen schwäbisch angehaucht wegen dem heutigen Gegner. Gekochter Tafelspitz vom Rind, jetzt wieder scharf, Spicy Chili Chicken, Passpressknödel, Spinatknödel, also hier gibt es heute anscheinend Knödeltag. Dann hier sind noch Vorspeisen, dann haben wir hier in der Pause, das gibt es immer in der Pause, das sind so Nachspeisen, Eierlikörcreme, Apfel, Mohnkuchen. Hört sich alles sehr geil an, wir holen uns jetzt was zu essen. Geiles Trikot. Einfach ein Endo-Trikot mit Legendo, weil bei Stuttgart wird er echt sehr, sehr gefeiert, aber der spielt jetzt in meinem Verein, bei Liverpool. Endo-Legende wirklich. Gekochter Tafelspitz vom Rind, das wird das erste Gericht hier. Schaut sehr, sehr geil aus. Man könnte natürlich auch mit Vorspeisen beginnen, aber ich habe jetzt gleich mal Bock auf was Gescheites. Nächste Station, Spicy Chili Chicken. Fleisch eben war sehr lecker, sehr zart. Auch das Gemüse hat mir sehr gemundet. Jetzt geht's weiter mit dem Spicy Chili Chicken. Kurzer Umschwung ins Stadion, schaut es euch an. Das Riesen-Bayern-Logo, das ist die Allianz Arena. Hier geht gleich in etwas mehr als einer Stunde. So richtig die Post ab. Jetzt geht es aber noch weiter. Die Nudeln werden jetzt auch noch getestet. Hallo. Servus. Pasta for you? Ja. Lothar, die Legende, natürlich auch mit dabei, mit Sky hier. Da sind sie positioniert. Leverkusen hat echt noch das Spiel gedreht gegen Eintracht Frankfurt. Die waren 1-0 zurückgelegen, haben auf jeden Fall gewonnen und Freiburg hat auch gewonnen und Leipzig hat auch gewonnen. Das heißt, wir schauen mal auf die Tabelle vorab dieser Partie. Leipzig auf 1, Freiburg auf 2. Bedeutet, die Bayern müssen hier natürlich heute gewinnen, damit sie wieder Tabellenführer werden. Stuttgart auf 9, die müssen echt schauen mit ihren 9 Punkten, dass sie da oben wieder Anschluss bekommen. Wir checken noch kurz die Aufstellungen ab und dann gibt es eine kleine Essensbewertung. Aufstellung vom VfB Stuttgart, Nübel im Tor und was richtig geil ist, Demirovic spielt, Leveling spielt, Undav spielt. Sehr, sehr geile Aufstellung vom VfB. Leider Enzo Miyono auf der Bank, den hätte ich auch gerne von Anfang an gesehen. Und so starten die Bayern natürlich mit Harry Kane. Jamal Musiala ist leider noch verletzt, der hat es nicht mehr in den Kader geschafft. Neuer, Upamecano, Kim, Kimmich, Gnabry, Kane, Olise, Davis, Guerrero, Müller und Alexander Pavlovic. Nübel kommt. Natürlich feiern das die bislang nur ein paar mitgereisten Stuttgart-Fans. Und die Südkurve pfeift zum ersten Mal. Essensbewertung. Das erste Gericht, was ich hatte, war der Tafelspitz. Muss ich sagen, sehr, sehr lecker, sehr zartes Fleisch. Als zweites gab es dann das Spicy Chili Chicken. Das war überhaupt nicht scharf. Finde ich ein bisschen schade, weil ein bisschen Schärfe hätte schon gut getan. Und das dritte waren die Nudeln. Die waren eigentlich ganz lecker. 8 von 10. Es wird eine richtig geile Choreo geben. Einmal hier das hier unten. Dann seht ihr hier schon so vereinzelt
halt schon Choreo-Teile. Aber das geht hier auch noch hoch und ich glaube sogar ganz oben auch noch, weil hier sieht man immer vereinzelt so Choreo-Teile, die die Leute dann hochhalten. Schaut sehr geil aus. Brutale Choreo, schaut richtig, richtig schön aus. Stuttgart-Fans geben aber auch ganz schön Gas, sind sogar im Mittelblock auch noch vertreten hier. Here we go. Stuttgart von links nach rechts in weiß, die Bayern eben in rot. Boah, viel Platz, viel, viel Platz. Gnabry. Oh. Fehler von Davis und auf. Uiuiui. Schöner Beginn. Beide gute Chancen, guter Beginn. Ganz schön Dampf. Richtig geil. Klasse Ball von Müller auf Kane. Oh. Stuttgart hat Glück, dass es hier noch 0-0 steht. Bisschen Platz. Ulisei. Oh. Oh. Ah, hier. Dann so ein Schuss, ne? Platz für Guerrero. Was ist das jetzt? Kane. Also lang dauert es nicht mehr, wenn es so weitergeht. Die ersten Leute gehen auch schon in die Halbzeit. Wir haben eigentlich noch 3,5 Minuten zu spielen. Eine Minute gibt es oben drauf. Ist aber auch nicht wirklich viel passiert in dieser ersten Halbzeit. Vielleicht jetzt nochmal mit Ulisei, aber der bricht auch ab. Und dann ist Halbzeit. Halbzeitfazit, ich muss sagen, echt mau bislang. Bayern spielt nicht wirklich gut, aber Stuttgart macht nichts draus. Sie bekommen manchmal sogar die Räume, aber dann schaffen sie es einfach nicht, eine gute Chance draus zu spielen. Deshalb 0-0 geht in Ordnung, Bayern tick besser, aber total viele Fehlpässe auch, also echt ungewöhnlich. Schmeckt. Schmeckt, schmeckt, schmeckt. Weiter geht's. Hoffentlich jetzt ein paar Tore. Was geht aber bitte da ab? Was ist hier? Ultra per sempre. Mach's gut, Sonja. Oh, da ist wohl jemand wahrscheinlich verstorben oder sowas. Kane kommt. Ulisei. Mach was. Mach was. Boah. Bayern legt gut los. Aber noch die große Torschance fehlt noch. Oh, schön gespielt. Gnabry, die Chance jetzt. Oh Mann. Alter, was für eine Chance. Demirovic. Leveling. VfB zum ersten Mal gefährlich im Strafraum. Leveling stark. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für eine Riesenchance. Kane schießt. Oh, oh, oh mein Gott. Harry Kane. Was für ein Tor von Kane. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Kane, Kane, Kane! Wahnsinn, was für ein Tor. Drei Minuten später in der 60. Spielminute. Das darf niemals passieren, das Tor. Niemals. Schau dich das an. Zack, zack, zack. Und dann schießt er. Niemals darf Stuttgart dieses Tor kassieren. Und die sind super laut jetzt und die sind ganz schön still jetzt. Kane zum dritten. Oh. Bayern wechselt und Ulisei geht. Sané, Leimer und Coman kommen. Patrick Kane. Patrick Harry Kane. Der war aber auch echt leicht. Oh, gibt's gleich das vierte. Wieder Kane. Hör auf!
das Fest gewesen, das vierte. Jetzt wird es ganz schön hoch, ganz schön deutlich, 4-0, aber ist verdient. Und jetzt singen die Stuttgarter endlich das Lied. Schluss ist, 4-0 gewinnen die Bayern. Also das war heute wirklich gar nichts vom VfB. Bayern gewinnt mit 4-0, meiner Meinung nach auch verdient, vielleicht ein Tor zu hoch, aber Kane hatte den Hattrick gemacht. Auch das ein oder andere etwas leichtere Tor, ich sag trotzdem, völlig verdienter Sieg für die Bayern. So, hier beginnt die Mission jetzt. Er wird entweder hier irgendwo kommen, da sind die Busse, oder noch ein zweiter dahinter. Da ist das hier nochmal nur auf der linken Seite quasi. Jetzt ist halt die Frage, wo er rauskommt. Aber ich glaube, es wird nicht so einfach. Da ist gerade Mathis Tell vorbeigelaufen. Das heißt, da kommen immer schon mal wieder Spieler. Aber es ist die Frage, wo kommt Michael? Sebastian Hoeneß hier noch ein paar Bilder machen. Aber ich brauche nicht Hoeneß, ich brauche Olise. Er ist eingestiegen. Er ist gerade hier gewesen, jetzt ist er gerade in das Auto da eingestiegen. Er hat kurz so gewunken, aber nicht wirklich reagiert. Hat leider nicht sein sollen, aber ich bleib dran. Bei den nächsten Heimspielen, vielleicht klappt es dann noch irgendwann mit einer Unterschrift. Oder am liebsten würde ich eigentlich zusammen mit ihm den Jubel gerne machen, den er immer macht. Aber sei es drum, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Lasst ein Like da und ein Abo da für mehr Videos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.